Weiter geht's in The Last of Us und in Folge 20. Und damit erstmal herzlich willkommen. Wir sind unterwegs mit Ellie. Was ist denn hier los? Ja, ihr habt es vielleicht nochmal mitbekommen. Ich mache gerade eine neue Aufnahmesession, aber ja, ne? Deswegen war ich auch so verdutzt, unbedingt den Bogen wiederherzustellen. Denn leider hat es den Joel erwischt. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir selbst zurechtkommen, so wie es wohl aussieht. Und wir sind jetzt, es ist der Winter angelangt. Und wir müssen jagen gehen. Grafik wie immer wieder absoluter Wahnsinn. Gehen wir da oben rum, würde ich sagen. Sounds sind auch genial, also. Das ist schon Wahnsinn. Kann ich wohl nie treffen. Zu weit weg. Komm schon, Ellie. Kriege ich diesen Pfeil wohl noch? Schauen wir mal. Irgendwo hier sollte er ja gelegen sein, aber der Schuss ging jetzt natürlich nach oben. Na gut, well, well. Well, well. Gucken wir mal, ob wir das Hirschlein fangen können. Hier ist es auf jeden Fall lang. Man kann den Spuren hier schön folgen. Wie gesagt, mal wieder grafiktechnisch eine absolute Augenweide. So eine Grafikpracht im MSFS, das wäre natürlich schon der Killer. Wobei es jetzt, wie ihr gesehen habt, im 2024 ja schon um einiges besser werden wird. Geht's denn hier lang? Irre jetzt mal hier so ein bisschen umher. Eine Lampe hat sie auch, die gute. Ah, jetzt müssen wir hier auf jeden Fall erstmal allein zurechtkommen. Ist manchmal nicht immer so ganz klar, wann es Sachen zum Looten gibt, die irgendwo so versteckt sind und wann nicht. Denn jetzt? Ach. Mist, er hat's gehört. Okay. Da war ich natürlich jetzt zu laut. Gut, ich habe meine Instinkte, ich bin ja auch dämlich. Muss man natürlich erstmal nutzen. Jetzt können wir mal, dass wir da rumkommen. Da ist er. Ich habe mir nochmal einen Hinweis angegeben, ist auch sehr nett. Und jetzt müssen wir uns mal langsam nähern. Give it a better try. Ah, Quatsch. Ja. It's okay. Hab dich! Aha. Nicht bewegen. Hab dich. Ja, wie hält er den aus? Schnell. Ja, der ist da hochgerannt. Ja, für alle Tierfreunde besser nicht hingucken. Wieso lebst du noch? Oh.
Oh. Was ist das für ein Ort? Sieht mal aus wie eine alte Mine oder so eine alte Holz. Werkstätte oder Holz. Toll. Ja, genau. Alles ist okay. Das ist nur ein ganz gewöhnlicher Ort. Mhm. Mit ein paar Sachen, die wir brauchen können. Sprengstoff natürlich. Oh, und eine neue Zeitschrift. Beautiful. Super. Weiter geht's. Unsicherheit. Die Billionen der Menschheit wurden zu Milliarden. Die Technologie der Reisenden stellte sich optimistischen Prognosen des menschlichen Fortschritts über die nächsten 500 Jahre in den Schatten und der schwache Widerstand der Menschheit ist zerfallen. Daniela und Captain Ryan haben den Absturz der Kobayashi nur knapp überlebt und stellen sich der bevorstehenden Bedrohung auf der Oberfläche des Titan. Ja, ja. Und hier. Ach, riechen. Ist da nix? Oh. Ah, da ist er. Hallo. Wir wollen nur reden. Eine falsche Bewegung und das hier geht ganz böse ins Auge. Das gilt auch für dich, Sportfreund. Was wollt ihr? Ich bin David. Das hier ist mein Freund James. Wir sind eine sehr große Gruppe. Frauen, Kinder. Und wir haben alle großen Hunger. Wie bei mir. Frauen und Kinder. Und alle haben viel Hunger. Mhm. Tja, vielleicht können wir dir was für das Fleisch da geben. Was brauchst du? Waffen? Kugeln? Kleidung? Medizin! Habt ihr vielleicht Antibiotika? Oh ja. Im Lager. Du kannst mit uns kommen. Ich gehe nirgendwo mit euch hin. Dein schweigsamer Freund da kann sie holen. Wenn er damit wiederkommt, gehört das Fleisch euch. Wenn jemand anders kommt... Dann geht das ganz böse ins Auge. Genau. Zwei Flaschen Penicillin und eine Spritze. Und beeil dich. Geh schon. Das Gewehr nehme ich. Na klar. Jetzt zurück. Das wird ein bisschen dauern. Wollen wir uns vielleicht da hinten unterstellen? Dann nimm ihn mit. Hm. Warum brauchst du wohl Penicillin? Na also. Du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein. Ach, ehrlich? Ich mag's, wenn ich allein bin. Verstehe. Wie heißt du? Warum? Okay, ich verstehe. Es ist nicht leicht, ein paar Fremden zu vertrauen. Und der Verletzte, du machst dir große Sorgen. Es wird bestimmt alles gut. Vielleicht. Sorry. Okay, ich hätte jetzt wirklich gerne mein Gewehr zurück. Nein, du hast eine Pistole. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Ist nicht mein erstes Mal. Na super. Wo kommt denn die Kackviecher rein? Wir dürfen sie auf keinen Fall reinlassen.
Hoffentlich finden sie nicht. Kann ich irgendwas bauen? Sehe ich nicht. Bewacht die Fenster. Okay. Hey, der Schuss muss sitzen. Ich kann das schon. Ah, scheiße. Du hattest recht. Du kannst mit dem Ding besser schießen als ich. Hilf mir mal. Ja. Los. Es gibt doch nichts über Surviving. Geht doch nichts über Surviving. Was jetzt? Ja. Sie nicht durch die... Mehr Infizierte auf dieser Seite. Das ist eine große Meute. Sie müssen dir gefolgt sein. Vielleicht sind sie dir um deinem Freund gefolgt. Das spielt keine Rolle. Wir stecken Atem drin. Ja, mach genau weiter so. Das sind zu viele. Hier, nimm das. Oh, Scheiße. Gut so, Kleine. Vergiss es. Wir müssen hier raus. Komm schon, ich halte sie auf. Bewacht die Treppe. Okay. Komm mit, hier durch. Okay. Weißt du, wo es lang geht? Ich war hier noch nie. Oh, na toll. Alles frei. Ein paar Sachen einsammeln. Okay. Hier lang. Ich folge dir. Was kann ich bauen? Ich vermute mal irgendwas Kleines. Alles in Ordnung. Du musst dir um mich keine Sorgen machen. Okay. Folge mir. Mach doch einen netten Eindruck, Herr Kollege. Kleine, alles klar? Ist okay. Der Klicker, verschwinde da! Ach, diese Kackviecher. Jetzt drauf oder nicht? Unten geht's rein. Knöpfe ab unten. So viele von den Mistviechern. Unser Kollege. Mal gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Ich vermute mal nicht. Außer ein Haufen Sporen. Ah, doch, hier hinten. Wir wollen auf jeden Fall jede Menge Mollys bauen. Kann man nicht immer gebrauchen.
sind wichtiger als eigentlich alles andere. Eine kleine Waffe wäre nicht schlecht, aber na gut. Kann man nicht alles haben. Mhm. Alles klar? Oh, wo bist du ja? Komm schon, da ist die Tür. Ziemlich erretteter, guter Mann. Scheint mir doch kein schlechter Typ zu sein. Das war knapp. Wir müssen da hoch. Da, mit der Leiter sollte es gehen. Ja, hier kann er mich nicht. Ja, hier. Hier, komm her, hilf mir rauf. Okay, fertig? Mhm. Dann los. Beeil dich und halte nach ihnen Ausschau. Schon klar. Die denn? Unser Kollege, kann ich nachladen? Nein, als Zeitschutz geht nicht. Ah, super. Alles ist da oben los. Alles okay? Ja, alles okay. Hm. Und wer ist denn hier draufgegangen oder hat seine vergessen? Travis Christoph. Christoph Travis. Und ganz viele coole Sachen, die das Leben schöner machen. Und was haben wir hier? Da ist noch was. Ja. Ein Bömsche. Und Molly. Sehr gut. Wenn ich den Säckel da unten abfackeln. Aber ich warte es noch ab. Warten wir es mal noch ab. Okay. Bitteschön. Na los. Gut, Achtung. So, wir müssen da hoch. Na komm. So. Hier durch. Ja, super. Dass man nicht durchbricht. Wir müssen hier irgendwie raus. Alles voll mit den Viechern. Was du nicht sagst. Pass auf, was du sagst. Okay, alter Mann. Yes, ist Gott. Klingt nach einem großen. Es muss einen Weg hier raus geben. Yes, yes, Gott. Alles voll, ey. Ah, ich hatte eine Pistole. Jesus Christ. Mann. Sieht aus, als hätte schon jemand gegen sie verloren. Oh Gott. Wir haben diese Jungs gesucht. Egal. Nimm die Ausrüstung. Ich suche nach einem Ausgang. Schau dich nach nützlichen Sachen um. Ja. Hier gibt's davon Gott sei Dank jede Menge. Siehst du was? Es ist eine Sackgasse. Was haben sie hier bloß gemacht? Was machen wir jetzt? Wir halten stand. Haben wir eine andere Wahl? Sterben. Gut. Bereit machen. Dann mal los. Wir sind auf dem Dach! Ich weiß!
Ja, scheiße. Ich kann dagegen nichts anmachen. Au, hey. Wir kommen schon zurecht. Das Gefühl habe ich aber nicht. Konzentrier dich, wir schaffen das. Hier noch irgendwas rum. Da kommen mehr. Wie viele von ihnen gibt es denn? Keine Ahnung. Bleib einfach dran. Einer. Ach schon. Ja, ja. Ein Lowell, ein Lowell. Ein Bloater! Ein was? Einer von den großen Schreckkerlen! Hey, Kleine. Ja? Ich glaube, wir haben es geschafft. Haben wir sie alle erledigt? Du klingst ja richtig enttäuscht. Eher ungläubig. Ich überprüfe die Brücke. Ungläubig trifft es auf den Punkt. Hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle gekillt. Medikit machen wir vielleicht nicht. Hör mal. Keine Infizierten. Keine Infizierten. Was habe ich gesagt? Na gut. Lass uns zurückgehen. Und nach unserem Vieh schauen. Du hast dich ziemlich gut geschlagen, Kleine. Ich finde, wir sind ein gutes Team. Wir hatten Glück. Glück? Nein, nein, nein. Das war nicht nur Glück. Nein, weißt du, Kleine, ich glaube, nichts passiert ohne einen Grund. Klar. Im Ernst. Und ich beweise es dir. Also, dieser Winter war besonders hart für uns. Vor ein paar Wochen, da habe ich Männer losgeschickt in die Nähe der Stadt, um Nahrung zu suchen. Nur ein paar kamen zurück. Sie sagten, die anderen wurden ermordet von einem verrückten Mann. Und jetzt kommt's. Der verrückte Mann hatte ein Mädchen dabei. Siehst du? Alles, was passiert, hat seinen Grund. Hey, bleib ganz ruhig. Du hast keine Schuld. Du bist nur ein Kind. James, runter mit der Waffe. Vergiss es, David. Ich lasse sie auf keinen Fall gehen. Mit der Waffe. Jetzt gib ihr die Medizin. Den anderen wird das nicht gefallen.
Lass das mal mein Problem sein. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Du schaffst es nicht alleine. Ich kann dich beschützen. Nein, danke. Los, weg hier. Komm schon. Komm mit. Joel? Oh. Ich habe nicht viel zu essen gefunden. Guck an. Aber ich habe das hier. Okay, heb deinen Arm. Oh. Mal los. Tut mir leid. Moment. Das war's. Du schaffst es, Joel. War klar, dass es nicht lang gut gehen wird. Ich werde versuchen, sie von hier wegzulocken. Ich bin bald zurück. Sind das, ey? Nicht zu weg. Hier drüben! Sie kommen! Hält schon weg. Au. Wie ist das Pferd? Ist das scheiß Pferd? Ja. Ja. Sie ist den Abhang runtergefallen, aber ich sehe sie nicht. Yes.
So ein Mist. Gibt's leider nichts abzugrasen. James hat gesagt, dass sie das bei der Uni war. Wie viele von uns sind dort gestorben? Oh, Mist. Ach, das waren die wusste ich nicht. Scheiß auf David. Ich lasse es nicht drauf ankommen. Ich will das erledigen und heimgehen. Ich friere mir den Arsch ab. Oh, shit. So einen schönen saftigen Mollen. Wo ist die Kleine, verdammt? Das wird nicht reichen von der Fläche her, leider. Ist sie da? Sie ist nicht hier drüben. Eine große Wumme. Zahlst du, du kleines Scheißgehör. Wow! Ach du, sie ist hier drüben! Auf der Veranda! Das klingt immer so super, wenn man schießt. Komm. Ich hab dich. Du gehst nirgends. Das ist ein bisschen dämlich. Manchmal kann man die Attacken machen und manchmal auch nicht. Das ist irgendwie nicht ganz nachvollziehbar. Okay. Es gibt bestimmt einige Sachen zum Looten. Zum Essen. Eigentlich hätte sie gar nicht nach Penicillin fragen müssen. Hier gibt es ja jede Menge Sachen. Guckt euch wieder die Grafik an. Das ist wieder. Es sind immer mal so kurze Anhaltmomente, wo man dann drauf und denkt, wow. Kann man echt nicht hören, sind die gut. Einer zumindest. Aha. Oh, noch einer. Huiuiui. Hinschaut. Ach schon. Okay, dann haben wir da hinten noch den einen. Ich hoffe, das war's dann. Können wir mal gucken, was es hier beim Sadies gibt. Das ist eigentlich auch sehr. Pfeile kann man nochmal benutzen. Frage ist immer noch, wie lange. Manchmal ja, manchmal nein. Das ist irgendwie so ein bisschen random-mäßig.
Dann machen wir hier gleich mal einen Molotow. Und nochmal Verbandszeug. Dann nehme ich hier ein bisschen wieder was mitnehmen. Jetzt hoffentlich alle. Wanderweg. Mhm. Okay. Der sollte hier ausführen. Dann mal los. Okay. Fall nicht ins Wasser. Fall nicht rein. Oh ja, stimmt. Oh je. Gut, dann haben wir es erstmal bisher geschafft. Dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause, Freunde. Auch wenn es jetzt gerade etwas spannend ist. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Gemein, aber was soll man machen? Bis dann.